Lass mich endlich los! Hör auf zu jammern. Wir werden dir schon nicht wehtun. Wir wollen dir nur einen Geschmack von den Bergen vermitteln. Nein! Es sei denn, du willst uns doch dein Geld überlassen. Nein, Peter! Du darfst ihnen halt! Nicht geben! Hört sofort auf damit! Heidi hat euch doch überhaupt nichts getan. Ihr seid solche Feiglinge. Was hast du eben gesagt? Wenn du so mutig bist, Karl, dann kletter doch mit mir um die Wette. Und zwar auf den Adlerfelsen. Ein Wettkampf? Wer als erster oben ist, gewinnt. Schaffst du es, bekommst du mein Geld. Aber wenn ich zuerst oben bin, lässt du uns beide in Ruhe. Verstanden? Oh, sieht aber ganz schön hoch aus. Also gut. Einverstanden. Komm schon, Karl. Du hast es gleich geschafft. Tja, das war's dann wohl. Der Gewinner steht fest. Alles in Ordnung da unten? Ja, nichts passiert. Hilfe! Wir müssen schnell Großvater holen. Dieses Ungeheuer? Du gehst. Aber ich muss doch so lange die Ziegen hüten. Hä? Nimm den Stein. Halt ihn fest in der Hand und nicht bewegen. Hey, komm zurück. Was passiert jetzt? Oh, was wollt ihr von mir? Was hast du mir gegeben? Atme tief ein und aus. Immer mit der Ruhe. Du schaffst das schon. Pass auf, Karl. Setz deinen Fuß langsam auf meine Schulter. Ich falle gleich runter. Wenn du dir keine Mühe gibst, wird das wohl passieren. Also streng dich an und tu, was ich dir sage. Au, nicht auf meinen Kopf, auf meine Schulter. Du bist zu nah dran. Ja, so ist es gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich hab das Seil! Knote es fest um deine Hüfte und vergiss auf dem Weg nach oben nicht den anderen Dummkopf mitzunehmen. So. Und so. Wir sind soweit. Du kannst es hochziehen. Na dann. Endlich, Peter. Ich hatte furchtbare Angst. Ich kann froh sein, dass du dabei warst.